Stunden ausverkauft. Das zweite nach 2 Stunden und das dritte nach 4 Stunden. Kurz danach haben sie uns die große Freude bereitet, als sie sich bereit erklärten, dass sie ein neues Album herausbringen wollen. Dieses großartige Werk We Got Love ist inzwischen unfassbar erfolgreich geworden. Und ich weiß ganz sicher, dass dieser Erfolg, und das war das, was die Kelly Family immer ausgezeichnet hat, dass dieser Erfolg durch euch gekommen ist. Sie haben inzwischen von We Got Love über 500.000 CDs verkauft. Das ist ein prominentes Comeback. Sie haben in fast allen europäischen Städten gespielt und über 500.000 Zuschauer angelockt. Das ist euer Erfolg. Lasst uns alle gemeinsam die Kelly Family ehren. Und so möchte ich anfangen, indem ich für diese über 500.000 verkauften CDs, schaut her, gibt man fetten Applaus. Und jetzt der Nächste hier auf der Bühne, bitte einen fetten Applaus. Angelo! Und jetzt wird's sportlich. Bitte einen fetten Applaus für Joey! Bitte, gebt ihm einen fetten Applaus. Lasst uns nicht... Jimmy! Es ist euer Erfolg. Ihr behaltet es für mich, okay? Hier, ihr junge Mann, gib das mal die junge Frau da vorne. Gib mal diese CD an diese hübsche Junge oder diese hübsche oder irgendeine. Das ist euer Erfolg, ihr behaltet es für mich, okay? Dankeschön. Tut mir leid. Ich freue mich auf mich, aber ich danke euch. Jimmy. Sehr gut. Und jetzt bitte ein ganz, ganz fetten Applaus, ebenfalls hart verdient, Paul. Leute, die wir bedanken wollen, auch die Ängsten hier im Team. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr. Aber Joe Cialo, der gerade gesprochen hat, der hat an uns geglaubt, sehr frühzeitig. Dann Jörg Helwig, der auch sehr, sehr, sehr wichtig hierbei war. Und Boris. Boris hat uns immer wieder zusammengetrommelt, wenn es so aussah, als würden wir auseinandergehen. Also, ihr drei, kommt her. Jetzt machen wir ein Foto mit euch. Und Lorelei, jetzt zeigt die Welt, was ihr drauf habt. Everybody get together.
Yes, yes, yes. Carsten, ist das in Ordnung, Carsten? Everybody ready? Keine Sorge, es ist jetzt vorbei. Wir gehen jetzt wieder zur Musik. Keine Sorge.